He's got 13 points and he was able to come up with one steal too. Also wir führen mit 3 Punkten. Jetzt müssen wir echt schauen, dass wir die Führung behalten, ne? Kicking off the second half. Here's Brett Brown's find. They've got Hollis Thompson. Noel is out there with Okafor. Then it's Robert Covington and it's Roten in at the point. Here's Looney, and he was schade. Zwei Freiwürfe. Boah, der einen komischen Abzug. Boah, perfekt. Ja, also ich muss zugeben, wenn ich bei solchen Spielern die Wurfanzeige nicht hätte, wäre es schon verdammt schwierig, da das richtige Timing. Nein, komm schon. Alter, ich raste aus. Smith, mach einen Dank. Come on. Dank Nomination. Oh mein Gott. Was ist hier los? Ich liebe meine Blocks. Und meine Zone-Verteidigung, die gerade völlig von Arsch war, aber trotzdem. Chicago leading by 5. Ah, das war wieder viel zu überhastet. Zurück, zurück, zurück. Ah, nein. Aber was für zwei Blocks. So, jetzt müssen wir echt schauen. Ja klar, mit Smith haben wir am ehesten die Chance, halt Dreier zu ballern. Das Problem ist, sie verteidigen die Zone relativ gut. Schon wieder ein Block. Nein. Oh. Ja. Scheiße, jetzt habe ich gedacht, ich nehme Midrange Shot und hau den sicher rein, aber auch den macht er gerade nicht. Wahrscheinlich, weil ich vorher die ganzen Dreier verballert habe. Komm schon, Verteidigung. Jawohl. Und, Alter, was ist gerade los, Mann? Blocking Show. Blocking Show. Alter, das wäre beinahe Ding gewesen. Rückpass. Okay, jetzt habe ich einen Block kassiert. Jetzt habe ich einen Block kassiert. Der war auch bitter. Der war bitter. Also ich glaube, die Folge, die muss eindeutig Blocking Show genannt werden. Okay, den Dank, den verteidige ich natürlich nicht. Mann, ich muss unbedingt schauen, dass ich jetzt wieder punkte. So krass. Ah, jetzt kommt auch noch die zweite Garde. Ja, jetzt muss ich schauen, dass ich einfach sichere Punkte mache. Special thanks to Kia for that sweet Kia Slam Cam replay. Catching up on the changes for Chicago. Dante Cunningham's checked in for Looney. Das ist halt. Jeremy Grant comes in for PJ Hairston and it's Brown in for Smith. And gotta like what they've been doing. Oh no, und das war zu früh hochgesprungen. I certainly do. You know I like to see guys do. Ja, und der steht komplett frei. And that's always important in a close game. Guys, we're not through three quarters of play, but six changes already in this one. Yeah, it's been a really good game. Hey, jetzt kriege ich ja noch einen Steal. Was ist denn jetzt gerade los? Er hätte eventuell nicht so viel feiern sollen. Chicago trailing here. Here's Brown. Rein damit. Unentschieden. Wow, what a pass there. He made that a very easy basket with that setup. You know what? I think he thinks he can make a few improvements to how things are going on right now. Yeah, and you know coaches always are looking for guys. Ja, es ist echt wichtig, dass Smith drinnen bleibt, weil er ermöglicht mir halt echt zahlreiche Chancen. Aber ich muss ihm zwischendurch eine Pause geben. Jetzt haben die das Lack und der springt von da. And really no choice but to lunge for that pass to make sure it didn't get through. Yeah, and that was important. Probably would have been a quick 2 points if he doesn't get a hand on it and knock it out of bounds.
manchmal so ätzend. Ja klar, wenn Noel jetzt anfängt, Dreier zu ballern, dann glaube ich, ist alles aus. Drauf, drauf, drauf! Wie kann das sein, dass wir den Rebound nicht kriegen? Ey, das darf einfach nicht sein. Solche Punkte dürfen wir einfach nicht kassieren. You're right, Clark. Just continue to pound it in the paint and get those easy points inside. Here's Vaughn. Ja, der war so wichtig. Vaughn's got his first 3 points of the game. Der war so wichtig. You know what? You're right. Neither side has been able to hang on to the lead for any kind of time at all. Yeah, and that's already resulted in 7 lead changes. There's a screen. Ja, wir hören's. Schon 7 Lead Changes. Das ist natürlich kein hohes Niveau. Das ist klar, mit solchen Spielern ist das auch schwierig. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ja. Philadelphia führt wieder mit einem. Here's Marshall. Der war nice. Der war nice. Also mit Marshall kann man auf jeden Fall ins Dribbling gehen. Ja, nicht gleich wieder zu zweit drauf. Now here's Roden. Defense is right there. To the paint. No. Unserer. All the defender had to do there was to stay close to him and he did. Tries it from nine. Das kann. To the middle, and Marshall kicks to Cunningham. Rein damit. Nein. So schön freigespielt. Better to be lucky than good. Oh no, jetzt. Oh, jetzt spielen sie. Aber richtig krass hin und her. Naja, der geht rein. Okay. Wir haben keinen Stress. Wir haben keinen Stress. Yeah, tit for tat. I mean, back and forth, plenty of lead changes and excellent play. And from the look of it, this one could go right down to the wire. Wir spielen die Uhr runter. Here's Toledovich. He's covered by. Okay, den muss ich durchziehen. Den musste ich einfach durchziehen, wenn ich so freie Bahn habe. Aber jetzt vorne angreifen, vorne angreifen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Was für ein drittes Viertel. Erst Blocks ohne Ende. Dann treffe ich den scheiß Korb nicht. Dann kommt wieder ein Dreier. Dann irgendwie 5... was ist nicht? 2 Minuten. Here's Cannon. They've got Hairston, J.R. Smith out there with Kendall Marshall. Then it's Anthony Bennett. So that's the 5 in the game for Chicago. Cannon, the best in the world. And he was camped in the lane there and he gets the 3-second call. Yeah. Oh no, you hate to see that. Sehr gut. Those are just the kind of errors that can cost you in a game like this. Now here's Marshall. Ja, Marshall, das ist echt gut. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Manchmal kann ich es echt nicht glauben. Ich kann es einfach manchmal nicht glauben. So. Cannon kicks to Noel. He's looking for Okafor and finds him. Ich wollte gerade sagen, wenn der den reinmacht. Nice work there to contest the finish inside. You know, they got the shot they wanted, but his defense, I mean, deterred them from those plans. Smith dishes to Marshall. Bennett the pass to Hairston. Und er geht nicht rein. Noel's got 4 rebounds now tonight. Und der macht ihn rein. Covington's got the fourth quarter going with the first basket of the period here for Philadelphia. Scheiße, Mann, jetzt geht mir langsam ein bisschen die Düse. Here is Hairston for 3. Smith and bam! And Chicago leads by 2. Really make you pay if you leave him enough room outside. Die Halle geht ab, Mann. Cannon kicks to Thompson. Komm, jetzt gescheit verteidigen.
Noel kann außen gar nichts machen. Noel muss in die Zone unter den Korb. Außen ist er. Nein. Unserer. Jetzt zu Marshall. Yeah, it makes it tough for the defense to chase that ball around when it moves that crisply all over the court. Yeah, everybody's touching it and you're starting to see the assists pile up because the rhythm is on display offensively. Passes it to Bennett to the left side wing. Komm schon. Ja, Mann. Bam. That's far too good. Team basketball. Three of their last five makes come from beyond the come on. Defense has to react quicker. Sorry, aber ich hab's euch ja schon mal gesagt, also wenn es dann echt drauf ankommt, dann gehe ich ab wie Frittenfett. Glaubt mir, ihr wollt keinen Buzzerbeater von mir erleben. Doris Burke has an update for us. Doris. Hey Kevin, during that last break, I heard Brett Brown as he das war jetzt wieder so mies verteidigt einfach. Way too many open shots for them beyond the three-point line. We've got to press up closer and try to crowd them off the arc. Guys, we'll see if they got the message. Chicago calls timeout. Einfach nur unfassbar. So, da wird gerade ein bisschen was umgestellt, habt ihr vielleicht gehört. Chicago leading by three. Marshall dishes to Smith. So, Smith, rein da. Back to Smith, releases. Nein. Good D by Thompson. And so here is zu decken. Und Block. Ist mir scheißegal. Lieber zwei Freiwürfe. Komm, du kannst nichts. Egal, du kannst immer noch nichts. Operating so efficiently. I mean, you can see why they've gone with it throughout the game. Yeah, and also macht natürlich beide rein. Generate points off of the turnovers that they forced tonight has also helped. Some good numbers for Thompson. 9 points, and he's chalked up 1 3-pointer on the day as well. And Clark, I'm sure that won't be the last one. A lot of times he can get hot and stay hot from the run. And this has really been a well-played game up to this ja, point. Sehr wichtig. You know what, I bet it stays that way. Ganz wichtige 3 Punkte. I mean, it's been a terrific contest and there's nothing like zurück, Long. Looney zurück. Alter, warum verteidigt keiner bei uns die Zone? Warum stehen alle so weit außerhalb? Leute, das könnt ihr nicht bringen, Mann. Chicago leading. Marshall passes to Smith. He feeds it to Hairston. Jetzt drauf gehen, nice ball movement here by Chicago. Pass to Looney. He kicks to Marshall. Five to langsam eng. Let's it fly from 18. Nein. And they will call over the back foul. Yeah, not afraid of the physical play, but he still needs to stay under control. Einfach hammermäßig verteidigen. Was not under control right there. Not much doubt. Ich kann hier die Dinger nicht ändern, oder was? Defense? Körperliche Defense spielen. And we're about 3.5 minutes into the fourth quarter. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. And Thompson kicks to Okafor. Wie die gerade versuchen, alles über die Zone zu machen. I tell you what, he earned his money on that foul. Yeah, if you're gonna foul, then make sure that you don't give a chance for the and one. Erster daneben. And they're having a lot of trouble at the line today, and unfortunately, it's the kind of day we've seen this team have a lot. Direkt vor. Guys, they're holding on to the slimmest of leads. Und Wurf faul. Can't afford to let it get any slimmer. Genau das, was ich wollte. Erster drinnen. We're still waiting for that first miss from the line. This nein. 100% since halftime. Come on now. Alle I'm not zurück. Sure this alle lead's zurück. Going away anytime soon with that kind of marksmanship. And nein. Philadelphia making a change here. Embiid's checked in. Chicago leading by three. Das war. Ey, manchmal kann ich es echt nicht glauben, dass ich das selber fabriziere. Here's Covington. Ich hätte einfach nur ruhig rausspielen müssen. Nein! They get it again. Holt euch den Scheiß. And that one's good. Rebound. And there's a pattern starting to take shape here. They're working it inside and getting good shots from close range.
Well, I agree with you. Four of their last five baskets have been exactly of that variety. Jawohl. Ganz wichtiges Ding. And that's another assist for a team that is putting on a clinic on how to share the ball. And I love the mentality that they've had. If a shot isn't there, they're not forcing it. They're moving. Alle ausrasten, weil der war echt wichtig. Finally get the one. They win. Defense. Gib Vollgas, Mann. Nein, beinahe. Beinahe hätte ich ihn gestealt. Ah, ist schon geil, gleich zwei solche Typen wie Andrew und J.R. Smith im Team zu haben. Aber jetzt mal echt Schwerpunkte Zone sichern, Fokus, körperliche Defense, Rebound. Ja, das passt eigentlich schon. Ich weiß gerade nicht, warum gerade alle außerhalb standen, aber so ist das völlig okay. So. Zone. Philadelphia trails by three. Defense. Nein, 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 nein. Und er geht rein. Scheiße. And that's 12 points for Roten. He's definitely turned things around in this game. I mean, he was more of a background player in the first half. He's jumped center stage now. Back to Smith. Das glaube ich jetzt nicht. Good D by Thompson. So ein geiler Pass. Roten with it. Now Smith defending. Alter, was macht der? There's a screen by Noel. Thompson for three. Er geht nicht rein. And it's Looney with the rebound. Looney's got his third rebound on the night. And it's Smith penetrating. It's Chicago with another. Come on. Textbook. Nice pass. Great catch. Wie die Zuschauer abgehen, das lieb ich an NBA so. Drauf, 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 drauf. Here's Roten. Unserer. Zu Smith. Spiel über zu Smith. It's good. Ja, Mann! As he put his foot on the pedal here this quarter, he's doing a terrific job in terms of leading their offense. Double by Smith to the wing right. Mein Team. Der Modus, in dem man Beziehungen aufbaut zu Spielern, die man gar nicht so super findet. Verdammte Scheiße. Okay, jetzt clever. Es sind 42 Sekunden. Drei Punkte. Wir spielen das jetzt runter. Ja, er sagt es auch. Wir müssen die Uhr zu unserem Vorteil nutzen. Over to the left wing. Marshall passes to Bogut. Come on! Zerstört das Brett, Mann. This lead is secure. I'm almost ready to go. Let's go home. Not quite. I'm hanging around at that 98% mark, so it's just about done, but I need a little more evidence. Einfach nur am Ausrasten, ne? Here's Thompson. The inbound, and it goes out of bounds. Come on! Hast du jetzt echt gedacht, du zündest hier, oder was? Es ist unfassbar. Here's Roten. Nails it. Ah, den macht er rein. Okay. Jetzt werden wir eh gleich gefoult. Ja, das ist klar. They have to do that now again and again. They're not in the penalty yet. Had to foul and on that occasion to stop the clock. That's the enemy in this. Und wieder. And you know what, Greg? Who knows? If you miss it at the strike. And they're right there within range. You know, late game free throw. Ach geil, ich mache mal den ersten daneben. Early game free throws in terms of making. Der zweite fällt. Der zweite fällt. Gotta score quickly. Yeah, no time to waste here, partner. Und Steal. It's tipped. Alter, wo werfen wir den Ball hin? Ach nee, der war geblockt oder abgefälscht. So. Hier steht. Und wieder faul.
Nummer 1. Nummer 2. Getting both at the line, and it's a 6-point ball game. Clutch free throws there. That should ensure they're going home with the W. Covington kicks to Roten. Embiid dishes to Covington. Fires from deep. Ja, unser Sieg. Oh Mann. Was ein Spiel. Ja, es muss Andrew oder J.R. Smith sein. Ja, 29 Punkte. Und der letzte Block. Ich feier ihn immer noch. Ich feier ihn so hart. Absolut verdient. 681 MT Points. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das... Okay, jetzt sehen wir es hier. 425 brauchen wir für 3 Sterne. Okay. Also auch das hat sich ja jetzt über die Jahre hinweg ein bisschen verändert. So, beenden, ne? Und dann gibt's natürlich auch noch das Pack-Opening. Ach Gott, ich hoffe, ihr besteht das mit mir, diese ganzen Matches. Ich bin da teilweise... Und das ist nur Domination, ey, in den Playoff, wenn ich dann die Schwierigkeit noch höher stelle und es geht um alles... Schäme ich mich manchmal für mich selber. So. Belohnung. Also. Erstmal das ganz Kleine. Müsste eigentlich das ganz Kleine sein, oder? Ja. Vertrag. Oh, nee, das war, glaube ich, sogar schon das Große. Noel kriegen wir als Center. Und Glassesheim 2. Na, das war das große Pack. Das war das große Pack, ja. Dieses Mal ist umgedreht. So, die beiden können wir gleich so aufmachen. Logo, Schuhe, Contract. Und das Twico Pack. Zack. Klasse Scheim, Oberkörper, Verletzung heilen, Vertrag plus 4. Ja, also ich bin zufrieden. Hallo Noel, als Center. Team verwalten. Auf alle Fälle, Standard. Starting 5. Und die Bank. Small Forward, das sehen wir auch hier teilweise noch komplett durcheinander. Power Forward, Shooting Forward, Shooting Guard. Also das ist, glaube ich, doch angebracht. Zack. Ja, das war die erste, ja, ich sag mal, gesplittete Folge von Domination. Ich werde da wahrscheinlich immer 2 Folgen draus machen, ansonsten dauert es einfach Ewigkeiten in der ersten Folge. Einfach, was wir machen. Und dann in der zweiten der Schluss mit dem Opening. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, bei meinen Blogs habe ich euch nicht irgendwie erschrocken oder so mit meinem Rumgeschrei. Ansonsten schaut das nächste Mal doch einfach wieder rein. Wir haben mittlerweile 3 von 198 Sternen. Also kommt noch einiges auf uns zu. Bis demnächst, euer Max.